Alexa, Licht an. Hallo Handwerker, wir begrüßen euch bei einem neuen Teil unserer Küchenserie. Die Vanessa und ich, wir haben ja in den letzten Videos schon die Küche aufgebaut, alles erklärt, mit der Decke ein Video gemacht, wie die LED-Stripes eingebaut werden, wie die Schienen von Protektor eingebaut werden, eingespachtelt werden, die Decke aufgeschnitten, die Schränke montiert und zusammengebaut hat die Vanessa die. Also sind zahlreiche Videos geworden, auch der Boden, der hat ja eine elektrische Fußbodenheizung, die ist auch eingebaut. Also alles interessante Videos und heute in dem Video geht es darum, dass wir zwei die LED-Beleuchtung an der Sockelleiste, also unter den Schränken und unter den Hängeschränken montieren. Und da habe ich mich dann auch komplett mit Paulmann eingedeckt. Und ihr seht hier schon alles wild verstreut. Ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, was kommt wohin. Wir haben zum Beispiel hier den LED-Stripe. Das ist der Max LED 1000. Ja, ich habe mich halt schlau gemacht. Das ist halt ein RGB. Das heißt, bei dem kann man die Farben verändern. Alles per App gesteuert. Alles im WLAN mit eingebaut. Dass wir nur noch sagen müssen, Alexa, Decke Licht aus oder Decke aus. Dann muss man dann eingeben, wie man es am besten sagt. Es ist anfangs eine lustige Sache. Auf jeden Fall habe ich für unter die Schränke und unter die Sockelleisten RGB besorgt, so dass man auch farblich was einstellen kann. Warmweiß ist natürlich auch möglich. Und die sind halt spritzwassergeschützt. Hier ist so eine Gummierung drauf. Das ist ganz gut, dass da wirklich nichts dran kommt. Man kann auch drüber wischen. Das ist auch wichtig, vor allen Dingen in der Küche. Also richtig mit dem feuchten Lappen kann man hier drüber gehen, ohne dass irgendwas passiert oder dass man ein Gewicht kriegt. Wenn ihr so, also hier unter den Unterschränken können wir gerade laufen, auf der linken und auf der rechten Seite. Unter den Schränken am Boden müssen wir über Eck laufen. Dafür gibt es dann von Paulmann hier diese Verbinder. Die kann man dann einfach so, wie man möchte, mit einer Unterbrechung, das hier sind jetzt 10 cm, einfach hier an den LED-Stripe dran machen. Das kann ich euch gleich mal zeigen, wie man das macht. Einfach reinklicken und die Verbindung ist gegeben. Das kann man dann auch unterbrechen. Alle 8,3 cm sind diese Stripes kürzbar. Da ist keine Markierung drauf, sondern einfach dann messen vom Schluss 8,3, 8,3, 8,3 und jedes Mal in der Mitte kann dann einfach mit der Schere abgeschnitten werden. Und weil den am Anfang ist natürlich der Kontakt fest montiert, damit man den dann auch in den Trafo mit reinstecken kann. Und halt, wie gesagt, vom Schluss dann immer diese 8,3 oder 8,4 cm, klack, 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 so kann man den kürzen. Und mit diesen Verbindern kann man dann um Eck gehen oder auch eine Unebenheit ausgleichen oder einen Fuß, der irgendwo ist oder eine Säule oder was auch immer. Die gibt es aber auch in richtig lang. Den habe ich jetzt gar nicht hier, zeige ich euch gleich. Für unten drunter an der Spülmaschine zu überbrücken. Wir möchten hier an dem linken Schrank die Beleuchtung drunter haben und auch hier an dem restlichen und unter der Spülmaschine natürlich nicht. Und deswegen haben wir da eine Verlängerung auch noch. Die hat, glaube ich, einen Meter. Wie gesagt, zeige ich euch gleich mal. Wir fangen auf jeden Fall jetzt gleich an, die Vanessa und ich, an den Unterschränken zu kleben bzw. zu montieren. Ganz wichtig ist es dann vorher, die Fläche, wo der Stripe draufkommt, wirklich fettfrei zu machen. Ich nehme dafür immer ein Alkohol, ja nicht hier, ne? Ein Alkohol, um da einmal drüber zu wischen an beiden Stellen, also sowohl an der Sockelleiste als auch an den Unterschränken. Als Alkohol, da habe ich jetzt mal schnell geholt, nehme ich immer den Isopropyl. Habe ich immer so eine kleine Flasche, die habe ich immer da, wenn ich halt so Verklebungen mache, dass irgendwo was festkleben muss,
ob am Fenster, ein Fliegengitter oder so. Damit kriegt ihr dann wirklich alles hundertprozentig fettfrei und ist dann wirklich sinnvoll, damit einmal kurz sauber zu machen. Ich nehme dann immer hier so ein normales Zewa. Küchenrolle drauf und sauber machen. Das ist halt wichtig. Bevor wir jetzt anfangen, messe ich mir auch den, ich klebe nicht genau voll in die Ecke, sondern ein Stückchen davor, so 2 cm, weil ich möchte das auch hier auf die Esse draufkleben. Und deswegen gehe ich halt 2 cm von der Wand, messe mir das vorher mit dem Zollstock, mache mir einen kleinen Strich, damit ich auch die Flucht halten kann. Und das ist wichtig, dass ihr dann auch gerade kommt, sonst habt ihr halt so ein gewelltes Licht und das ist natürlich nicht schön. Noch vorab, die Elektrik habe ich in den letzten Videos schon verlegt. Das heißt, ich habe jeweils oben an den Oberschränken war eine Verteilerdose. Von der Verteilerdose habe ich dann im Stecker hinter diese Verkleidung, die jetzt auch oben am Schrank ist, die war auch noch nicht in den Videos, habe ich jetzt auch noch zusätzlich gemacht, weil in der Küche ist immer so, dass dann halt Fett und Schmutz ist klar und dann oben auf den Schränken sauber machen ist nie so schön. Jetzt haben wir vorne nur noch 9,5 cm, wo man da mal schnell drüber wischen kann und der hintere Teil bleibt dann sauber. Und wie gesagt, die Elektrik habe ich dahinter verlegt. Habe die jetzt hier auf der Seite hier am Schrank rauskommen lassen, weil hier hinter ist so ein Eck, oder das ist so ein Eckschrank und da ist halt, geht nicht bis in die Ecke, sondern da ist so eine Ausbuchtung, dass es nicht bis zur Wand läuft. Ich denke mal, das ist aus Belüftungsgründen gemacht worden. Weiß ich nicht genau, ich bin ja kein Küchenbauer. Und auf der anderen Seite bin ich einfach mit dem Kabel hinterm Schrank, mit dem Anschlusskabel runtergelaufen. Und das können wir hinterm Schrank verstecken und hier an der Seite klebe ich dann diesen, diesen Verteiler, beziehungsweise das ist der Empfänger von Paulmann, klebe ich dann hier auf den Schrank. Also wie gesagt, ich zeichne das jetzt erstmal an und dann können wir auch schon loslegen mit dem Stripe auf den Schrank kleben und dann geht's los. So, jetzt zeichne ich an. Sauber gemacht habe ich. Ich habe gemessen an der Esse 2,5 cm. Soll ja auch ordentlich aussehen. Alle, weiß ich nicht, alle 50 cm kann man dann so einen kleinen Strich machen. Ja, ich glaube, das geht. So, wir haben die Kamera jetzt mal umgestellt, hier vorne schon den Anfang gemacht und jetzt immer Stück für Stück abziehen und draufkleben. Ja, Freunde, ich habe jetzt noch mal angedrückt oder wir, es muss auf jeden Fall fettfrei sein, sonst habt ihr echt ein Problem, das hält dann sonst nicht. Jetzt kommt mein Controller, das ist der RGB-Controller. Kommt jetzt einfach hier dran, habe mir hier hinten so ein 3M doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, kann ich ja ruhig sagen. Den klebe ich dann gleich hier oben so gegen den Schrank und schließe jetzt hier meinen Controller an. Einmal hier oben ganz einfach nur reingesteckt, da kann man auch nichts falsch machen. Hier die Leitung, na? Sollte eigentlich noch kein Strom drauf sein, aber ist, weil oben auf der Leitung ist ja Dauerstrom. Also das heißt, es kann aber auch nichts passieren, wenn ihr das einfach so reinsteckt. Das ist ja 24 Volt oder 12 Volt. Muss ich jetzt noch mal gucken. 24 Volt Output. Also da kann auch nichts passieren. Den Controller klebe ich jetzt hier oben gleich gegen den Schrank. So fest. Ja, und dann ist die Beleuchtung unterm Schrank eigentlich schon schön, finde ich. So, jetzt sind wir schon bei der anderen Seite angekommen. Hier, wie gesagt, auch schön sauber gemacht. Und jetzt wird hier auch das Band draufgeklebt. Und hier müssen wir am Schluss aber mal schneiden. Dann zeige ich euch mal, wie das aussieht.
Und es kann jetzt sein, dass uns hier natürlich beim Abschnitt ein kleines Stück Beleuchtung fehlt. Das sehen wir aber gleich. Ja, ich muss das hier erst anklemmen. So, ich klemme das jetzt mal an und dann können wir es abschneiden. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir abschneiden. Und wie ich eben schon gesagt habe, alle 8,3 cm, alle 83 mm kann man abschneiden. Das müsste dann jedes fünfte oder jedes sechste sein. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie das dann aussieht. Wir schneiden jetzt hier hinten mal ein Stück ab. Einfach hier mittig. Zack. So, und jetzt sagen wir mal, Alexa, Schrank an. So, jetzt seht ihr, jetzt ist hier praktisch bis zum nächsten Stück, also was dann noch leuchtet, ist ausgefallen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder da abschneide, Alexa, Schrank aus. So, jetzt schneide ich hier wieder ab. Alexa, Schrank an. Seht ihr? Jetzt leuchtet das wieder bis zu dem letzten. Also ist eigentlich ein super Prinzip. Das heißt, wir haben jetzt abgeschnitten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich jetzt hochzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fällt weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fällt weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fällt weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Da oben kann ich abschneiden und wir sind bis auf einen Zentimeter genau in der Kante drin geblieben. Alexa, Schrank aus. So, ich schneide das jetzt mal hier ab, um es auch richtig nochmal zu kontrollieren. Nicht, dass es nachher zu viel ist. Alexa, Schrank an. Genau wie ich gesagt habe. Hier oben schneide ich jetzt gleich ab und dann haben wir eigentlich einen guten, sehr guten Abschluss bis in unsere Kante. Alexa, Schrank aus. Ja, die steht in einem anderen Raum, zwei Räume weiter. Da ist, jetzt muss ich mal kurz ins Bild rein. Zack. Seht ihr? Mir fehlt zwar jetzt hier hinten ein Zentimeter, aber das ist absolut nicht schlimm. Schiene bzw. Stripe ist drunter. Den Rest kann man wegschmeißen. Finde ich eine tolle Sache. Hat funktioniert. Ja, ihr seht, wir sind am Boden angekommen. Hier ist jetzt so ein etwas höherer Schrank. Hier habe ich jetzt den Transformator, hier den Controller mit der Antenne. Hier habe ich meinen Strom. Läuft halt aus der Steckdose hinter einem Schrank. Hier ist das erste Stück, was wir hier dran machen müssen. Und hier kommt dann unsere Verlängerung. Ich zeige euch das mal von der anderen Seite. Ich habe das jetzt hier praktisch schon abgeschnitten. Hier ist meine Verlängerung, dass hier unter der Spülmaschine auch kein Stripe läuft. Der Adapter hier, das Adapterkabel, hat eine Länge von 1 Meter. Und das ziehe ich einfach unter der Maschine durch und fange dann hier am Schrank wieder an. Und so laufen wir jetzt fort und dann einmal rum und dann sind wir auch schon mit der Beleuchtung in der Küche fertig und gucken uns nachher das Ergebnis an. So, jetzt hier an der Sockelleiste, hier klebe ich den Stripe einfach gerade auf die Sockelleiste auf und damit die auch in den Raum rein leuchtet. Ich habe den jetzt angemacht, damit ich das besser sehe. Richtig schön an die Oberkante. Die Sockelleisten habe ich alle gleich geschnitten. Die haben also alle eine gleiche Höhe und kann hier in der Ecke einfach rumkleben. Nicht knicken, sondern schön in einem Radius einmal rumkleben. Und gleich, wenn ich das nächste Stück anschließe, dann mache ich die LED-Beleuchtung wieder aus. Aber das gucken wir gleich. So, hier habe ich jetzt einen kleinen Radius reingemacht. Jetzt mache ich erstmal
die Sockelbeleuchtung wieder aus und schließe meinen nächsten Stripe an. So, den nächsten habe ich dran gemacht, wird einfach ineinander geschoben mit diesen kleinen Pinnen. Jetzt setze ich wieder oberhalb der Sockelleiste. Es gibt ja, das ist jetzt hier die 2 Meter Länge oder 2,50er Länge. Hier habe ich das Paket 2,50. Dann gibt es noch 1,50, 1,50 Meter. Und da könnt ihr einfach mal gucken, was ihr am besten da für Längen nehmt, dass ihr natürlich auch gut hinkommt. So, hier hinten muss ich gleich noch ein Stück dran machen. Das hat noch nicht gereicht. Aber ich habe auch kurze Stücke. Bin mal gespannt, wenn es dunkel ist, wie toll das wirkt. So, hier habe ich jetzt auch wieder mein Stück geschnitten. Hier wieder angeklemmt. Hier wieder meine Schutzfolie vom Klebeband ein Stück abziehen. So. Und hier kann ich jetzt weiter laufen. Also bis jetzt habe ich überall Glück gehabt. Wegen den 8 cm, 8,3, dass da nicht zu viel Ausfall ist von der Beleuchtung her. Die Beleuchtung ist jetzt unten auf dem Sockel drauf. Und jetzt geht es an die ganzen Einstellungen, die man machen kann. Und das zeige ich euch dann gleich. Ja, Freunde, jetzt kommen wir mal zu der Erklärung, was ich hier verbaut habe mit den ganzen LED-Stripes. Weil ich denke mal, das ist für euch auch sehr, sehr wichtig, dass ihr seht es ja schon, die richtige Beleuchtung überhaupt zu haben, egal ob in der Küche, im Büro, im Wohnzimmer, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich habe mich halt für Paulmann entschieden, weil ich Qualität wollte und weil ich halt wollte, dass es auch funktioniert. Weil ich habe auch schon andere gekauft, ja, brauche ich gar nicht drüber zu sprechen, bei einem bestimmten Anbieter und war zwar sehr günstig, aber auch sehr schnell wieder weg. Ja, sie halten halt nicht lange. Und die von Paulmann, die geben 5 Jahre Garantie. Und ich denke mal, 5 Jahre Garantie auf solche Artikel ist schon wirklich eine Menge. Und Paulmann hat im Sortiment halt 2500 Produkte ungefähr. Da findet ihr auf jeden Fall was. Und darüber hinaus ist auch fast alles oder sehr, sehr viel davon smart steuerbar. Ich habe hier jetzt mal die Kartons hingelegt, was ich hier verbaut habe, damit ihr zu Hause auch wisst, ja, Dirk, was brauche ich denn überhaupt, damit ich irgendwas smart steuern kann? Es ist eigentlich nicht viel und auch sehr simpel. Ihr könnt dann halt auch so einzelne Stripes kaufen, zum Beispiel den hier. Der hat jetzt 2,5 Meter, da ist dann nur der Stripe drin und könnt dann auch den mit dem Gateway von Paulmann steuern. Und ihr braucht dazu noch einen Controller, das ist dann ein RGB-Controller. Dann kommt praktisch noch ein Netzteil dazwischen, da gibt es auch verschiedene. Da müsst ihr immer gucken, wie lang ist die Strecke, also wie viel Watt brauche ich, dass das Ganze auch funktioniert. Also ihr könnt ja nicht jetzt zum Beispiel an einen Transformator 100 Meter anschließen. Das funktioniert nicht. Also es steht meistens auch, oder es steht immer dabei, wie viel Watt kann der machen. Also der macht jetzt zum Beispiel 150 Watt. Das heißt, der 2,5 Meter hat einmal 28 Watt. Also an diese 150 Watt kann ich jede Menge anschließen. Da könnt ihr euch wirklich schlau machen im Netz, bei Paulmann zum Beispiel auf der Homepage, und könnt dann sehen, ah, da kann ich also so und so viel anschließen. Einer reicht mir, fertig. Habe ich zum Beispiel an der Decke einen, am Boden einen, und hier musste ich ja trennen, weil ich halt hier irgendwie das Kabel nicht rüberkriege. Deswegen habe ich hier jeweils zwei, also jeweils einen noch verarbeitet. Dann habe ich ja in der Decke den Max LED Full Line COB Stripe verarbeitet. COB heißt dafür, dass das ein durchgängiger
LED-Streifen ist. Ihr habt wahrscheinlich, oder ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, wo ich die Decke gemacht habe, wo ich den Swipe eingebaut habe und wollte da halt nicht den Effekt haben, einzelne Punkte, so wie jetzt hier, obwohl man die auch nicht sieht, also wirklich nicht. Das Licht streut so, dass es nicht auffällt. Das seht ihr auch unten am Boden, später wahrscheinlich. Und deswegen habe ich gesagt, in der Decke will ich den COB haben. Das ist auch eine ganz neue Technik. Der hat halt, der leuchtet durch. Also da gibt es nicht mehr diesen Punkteffekt, sondern er leuchtet durch. Und der ist wirklich für Decken in Räumen, die ausgeleuchtet werden sollen. Also der hat so viel Power, der ist so hell, dass man das mit diesem COB ohne Probleme machen kann. Da könnt ihr euch auch auf der Homepage mal schlau machen, ob das für euren Raum reicht, aber definitiv hier in der Küche, also wir sind glücklich. Ja, dann habe ich das hier alles angeschlossen, halt mit der Zigbee-App, mit der SMIC-App und das ist eigentlich ein Kinderspiel. Wir haben hier dann auch noch die Möglichkeit, einen Schalter mit zu integrieren. Der funktioniert auch ohne Kabel, der hat nur eine Batterie, funktioniert dann auch über den Gateway. Man kann diesen Schalter programmieren, dass er verschiedene Situationen machen soll. Man kann die linke Seite programmieren, die rechte Seite programmieren. Also links zum Beispiel Decke an, aus, dimmen kann man das, dass es auch gedimmt ist. Und rechts genauso, dass man sagt, der Boden soll beleuchtet werden oder der Schrank oder beides, halt in einer Gruppe. Dazu aber gleich mehr in der App. Dann ist es so, dass viele von euch jetzt sagen, ja, und was ist, wenn das WLAN mal ausfällt? Dann haben wir ja kein Licht mehr. Nein, den könnt ihr direkt mit der Einheit, mit dem Controller, ich sag mal, paaren. Das heißt, das WLAN kann ausfallen und der Schalter sagt dann dem Controller so, Licht an, Licht aus. Also man braucht keine Internetverbindung dafür, um diesen Schalter zu benutzen. Und nochmals Anmerkung, was ich auch ganz toll finde, ist, dass man halt alles wieder verwenden kann. Also dieses Stück ist jetzt zum Beispiel von der Decke übergeblieben und das kann ich komplett wieder verwenden. Also ich muss es nicht wegschmeißen oder sowas. Genauso der normale Stripe. Der Max LED 1000, genau das gleiche, durch die Verbinder halt, durch die Connector-Verbinder kann man alles wieder verbinden. Also finde ich auch ganz gut und vor allen Dingen, man weiß, man bekommt es ja. Also es nützt ja nichts, wenn ich es irgendwo wild im Internet bestelle, so Stripes, und ich kann es aber anschließend nicht mehr verwenden, weil es die Firma nicht mehr gibt oder sonst irgendwas. Und das ist halt bei Paulmann, ja, alteingesessene Firma. Und da weiß ich, da kriege ich es auf jeden Fall noch, wenn ich irgendwas brauche. Ja, ihr seht, es ist jetzt was dunkel, mit Absicht. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, bevor wir jetzt zu der Programmierung kommen, der einzelnen Sachen, jetzt nur ganz kurz, wie das dann auch funktioniert. Also ihr könnt natürlich Namen vergeben bei Alexa, wie ihr wollt. Und wir haben jetzt uns dafür entschieden, Alexa, Deckenlicht an. Das war die Decke. Alexa, Deckenlicht aus. Okay. Alexa, Licht an. Seht ihr? Jetzt ist unten komplett beleuchtet, die Sockelleiste und unter den Schränken auf beiden Seiten. Jetzt gibt es ganz viele Einstellmöglichkeiten. Also ihr könnt so viel machen. Da bin ich teilweise schon überfordert, weil ich nicht weiß, was ist jetzt das schönste Licht, so oder so oder so. Aber das entscheidet dann wiederum die Frau. Das kennt ihr wahrscheinlich bei euch auch. Die dann natürlich sich auch oft hier aufhält, mehr als ich, ist so. Vielleicht ist es bei euch anders, dann entscheidet halt der Mann. Aber ihr könnt halt zum Beispiel die Farben verändern. Ihr könnt Gruppen erstellen. Ihr könnt das Licht dimmen. Ihr könnt sagen, so morgens, wenn ich aufstehe, um 6 Uhr soll das Licht schon an sein.
Ihr könnt einstellen, wie hell soll dann das Licht sein? Was für eine Farbtemperatur soll das Licht haben morgens, damit ihr nicht geblendet werdet? Ihr könnt so dermaßen viel einstellen und ich zeige euch jetzt gleich mit dem Handy, wie man es einrichtet und wie man dann so ein bisschen damit rumspielen kann, wie man was macht. Ich würde sagen, wir starten einfach. Ja, Handwerker, bevor ihr dann überhaupt loslegen könnt, müsst ihr euch die App runterladen. Die SMIC Paulmann App, die gibt es für iOS, die gibt es für Android. Also das ist gar kein Problem. Und die ladet ihr einfach runter, installiert die, dann müsst ihr euch da anmelden mit einem Konto, damit ihr auch eine Zuweisung bekommt zu eurem Gateway. Also das ist Voraussetzung, dass man das macht. Und ist eine einmalige Anmeldung und dann ist gut. Dann habt ihr halt die App auf dem Handy und dann läuft wirklich alles ganz einfach. Das Gerät, der Gateway, wird automatisch erkannt und die App sagt dann verbinden. Dann gibt es auf der Rückseite des Gateway einen QR-Code. Den scannt ihr auch mit der App. Und seid schon verbunden. Dann habt ihr die Verbindung vom Handy zu dem Gateway und dann könnt ihr loslegen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr seht das hier und zeige euch das jetzt gleich, wie das funktioniert. Hier mit der Nordic. Die Nordic ist eine Accessoire-Lampe. Ich habe zwei, eine kleine, die zeige ich euch nachher auch. Und hier die große und dazu auch noch eine RGB Birne, auch steuerbar in allen Farben, in Helligkeit, in allem Möglichen. Die Nordic ist aus Marmor, also die ist auch richtig schwer und wir finden, die macht einen super Eindruck, vor allen Dingen hier in der Ecke. Man kann dann sagen, über die Alexa an, aus und alles Mögliche und das funktioniert wirklich super. Man kann diese Lampe jetzt sämtlichen Gruppen zuführen, wie man das möchte. Ich kann sie auch koppeln mit der Decke. Ich kann sie auch koppeln nur mit den Oberschränken oder nur mit... Also es gibt tausende von Möglichkeiten. So, ich habe die Lampe jetzt zugeführt zum Schrank und Sockel. Halt in dem Bereich. Das könnt ihr dann selber einstellen, wie ihr das möchtet. Und ihr braucht dann eigentlich nur... oben auf den Oberbegriff Licht und habt dann jetzt Schrankbeleuchtung, Sockelbeleuchtung und große Lampe. Ihr könnt jetzt der großen Lampe auch eine andere Farbe zuweisen, so zum Beispiel. Ihr könnt dem Schrank, der Schrankbeleuchtung eine andere Farbe zuweisen, der Sockelbeleuchtung. Also alles ist möglich. Und genauso kann ich halt diese Lampe alleine steuern, indem ich jetzt einfach hier den Farbton verändere. Egal, was ich für eine Farbe haben möchte. Ich kann hier die Helligkeit verändern. Alles andere bleibt vom Farbton her so, wie es ist. Ich möchte halt nur die jetzt verändern. Zum Beispiel in Grün. Und dann könnt ihr einfach sagen, okay, die soll jetzt diese Farbe behalten und dann bleibt das so. Dann ordnen wir jetzt mal den Schalter zu. Ich möchte, dass die Decke separat beleuchtet wird mit dem Schalter, die linke Seite. Und mit der rechten Seite möchte ich halt schalten, dass die Schrankbeleuchtung, Sockelbeleuchtung angeht und die große Lampe. Ihr könnt auch Szenen damit einstellen. Dimmen kann man natürlich auch, das zeige ich euch gleich. Also mit der linken Taste. Licht an, mit der unteren Taste Licht aus, mit der rechten Taste Schrankbeleuchtung und Sockel an, mit der rechten unteren Taste alles aus. Und ihr seht, das geht also richtig einfach. Jetzt können wir auch dimmen. Jetzt dimme ich mal hoch. Ja, jetzt ist volle Helligkeit. Gedrückt halten. Jetzt dimme ich runter. Ihr seht, es wird dunkel. Und so bleibt die Einstellung dann auch. Auch wenn ihr jetzt immer wieder
aus und an macht, es bleibt dann das Gedimmte. Also da verstellt sich nichts mehr. Ich stimme mal wieder hoch. So. Ja, und so funktioniert das mit allen Sachen. Ich zeige euch jetzt aber gleich noch kurz die kleine Lampe. Und wie gesagt, ihr könnt sämtliche Variationen einstellen an dem Schalter, genauso wie an der App auch, dass ihr dann gewisse Situationen halt mit Licht haben möchtet. Ja, Freunde, ich habe extra den Hauptscheinwerfer oder den Scheinwerfer ausgelassen, damit ihr die Lampe besser sehen könnt. Das ist jetzt die Nordic Haldor. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist. Ist jetzt auch mit so einer RGB-Lampe oder Birne. Ist auch ganz normal steuerbar. Ich glaube, man sieht das jetzt auch so gar nicht. Ne? Ihr könnt halt damit auch alles machen. Ne? Also ihr könnt in allen Farben... es ist wirklich eine klasse Sache. So wie man sich fühlt, kann man die Lampe einstellen. Ich kann sie jetzt auch integrieren, direkt in die Schrankbeleuchtung, dass es dieselbe Farbe hat. Also man kann halt, wie schon gesagt, unzählige Möglichkeiten machen, um diese Farben einzustellen. Alexa, kleine Lampe aus. Okay. Funktioniert. Alexa, kleine Lampe an. Könnte die jetzt auch über den Schalter direkt integrieren, mit Schalter anmachen. Ja, also wie gesagt, die Möglichkeiten sind grenzenlos, was man da wirklich machen kann. Und wenn man dann so ein Accessoire noch im jeweiligen Raum hat, das könnte man jetzt auch ins Wohnzimmer stellen, neben den Fernsehen oder so. Aber hier ist es doch dann wirklich schön. Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben, was mit den Paulmann-Systemen möglich ist. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ich werde natürlich auch alles verlinken. Vielleicht zum Schluss noch ein ganz wichtiger Tipp, weil ich war auch ein bisschen am Überlegen und musste auch googeln. Wenn die Lampe keinen Kontakt hat und ihr könnt keine Verbindung aufbauen, dann braucht ihr am Schalter nur 5-mal aus- und anzumachen. Also das ist ein Kippschalter, 5-mal, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wird die auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann könnt ihr sie verbinden. Weil am Anfang hat es bei mir nicht geklappt. Ich dachte, was ist das? Ist die Birne kaputt? Kann natürlich nicht, ist von Paulmann, aber ich wusste es nicht und musste dann wirklich erstmal ein bisschen rumgoogeln. Also wie gesagt, am Schalter 5-mal in gleichmäßigen Abständen aus- und einschalten. Das gilt auch für die andere Lampe und dann wird die halt auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann hat sie wieder Empfang. Das aber nur beim Einrichten, also nicht während dem Betrieb, da passiert das nicht. Das bleibt jetzt so und fertig. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat oder auch die ganze Serie mal angucken, bitte Daumen nach oben ist wichtig und die Glocke an nicht vergessen, damit ihr auch immer wisst, wenn ein neues Video kommt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Einrichten, viel Spaß beim Planen der Beleuchtung und bin gespannt, was an den Kommentaren kommt, ob das bei euch auch so gut geklappt hat wie bei mir. Wird es auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss, euer Dirk.